Und damit ein herzliches Hallo zu einer weiteren, ich hoffe mal, spannenden Folge. Oder wie auch immer man das definieren will. Für alle, die gestern die Folge vermisst haben, tut mir ganz doll sorry. Aber ich habe noch, neben dem, was ich als Spaß und Hobby hier bei YouTube mache, noch meine Aktivitäten bei Twitch. Der ein oder andere hat es bestimmt schon mitbekommen. Falls nicht, ihr seid darauf hingewiesen. Und ich hatte die letzten Tage die Möglichkeit, neue Spiele zu testen, neue Spiele vorzuführen. Und man kann sich leider nicht zerteilen. Ich würde es zwar gerne, ganz sicher sogar, aber naja, man hat halt nur einmal 24 Stunden am Tag. Und die hat man halt nur einmal. Ja. YouTube wird mich dafür wieder abstrafen und sagen, ah, du hast nicht pünktlich geliefert, du bist nichts, du bist... Aber das ist Wurst. Wir hatten auf jeden Fall unseren Spaß im Stream gehabt. Schaut gerne mal vorbei. Da bin ich eigentlich jeden Tag... Komm, das lesen wir gleich. Oder fast jeden Tag. Jetzt gibt das Geld her. Und... Ja, spielen dort neue Spiele, aktuelle Spiele, oftmals auch Spiele, die erst offiziell mal rauskommen. Wir lesen das mal, keine Ahnung, wo ich die eingesammelt habe, den ganzen Mist. Das nur kurz vorab, also nicht wundern, falls sowas mal passiert. Ja, ich weiß, man freut sich dann immer, dass die nächste Folge kommt und man die nächste Folge spielen kann. Ich renne hier rum wie so ein Kopfloser. Ganz schlimm, ganz schlimm. Los. Wir haben auf der Karte stehen. Ist ja nur eine kleine Sache. Stufe 2 säubern. 1,7. Stufe 1 säubern. Da. Ja. Ich bin hierher gefahren und das machen wir einfach mal. Los, komm. Zack. Sonst kommen wir nicht zu nicht. Bam, 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 bam. Hallo, ich nehme mal mit. Wer randaliert denn hier schon wieder? Och Mensch. Ich will jetzt hier rein, komm. Hier bin ich. Hallo. So. Können wir es endlich loslegen? Ich will es ja nur abgehakt kriegen. Au. Jo, du bist schon ganz grün im Gesicht. Ja. Und auch schon mal so als Info, wie es denn jetzt weitergeht. Reisetechnisch bin ich eigentlich an einem Punkt, wo ich sage, es macht eigentlich keinen Spaß mehr, hin und her zu reisen. Weil das, was unterm Strich bei rauskommt, ist nicht besonders viel. Ich bin eigentlich nur noch damit beschäftigt, lange Reisestrecken zu spielen, aber dann wieder rauszuschneiden. Und auch hier ist wieder der Punkt mit Zeit ist endlich. Ich habe mir überlegt, wir haben ja alles, was wir jetzt brauchen. Wir haben genug Material für unseren Sprit, den wir so brauchen. Wenn wir nicht mehr so viel fahren, braucht man natürlich auch nicht mehr so viel Sprit. Das hat den Vorteil, dass wir uns wohl eher, oder ich mich wohl eher auf unsere Region beschränke. Erstmal, wir haben ja die 5er freigeschaltet. Da haben wir bestimmt noch eine ganze Menge Spaß mit. Also denke ich zumindest mal. Dann haben wir ja noch eine Horte offen. Oder die nächste Horte ja schon offen. Und da bin ich der Meinung, dann konzentrieren wir uns lieber darauf. Ja, zack.
Da haben wir mehr Spaß. Ich muss nicht so viel fahren, ich muss nicht so viel schneiden, außer ich mache eine Horte mal wieder doppelt. Oder eine Mission mal wieder doppelt. Ja. Aber wie wir alle wissen, erstens kommt es anders und zweitens als man denkt. So, das haben wir. Na los, komm. Und weil ich vergessen habe, das rauszuschneiden, ja, das war mein Wochenendarbeitswecker. Auch da gibt es kein Ausschlafen. Haben wir. Gut. So, mal gucken, ob wir jetzt hier den Weg zum Händler finden. Geh. Na, renn hier. Dim, 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 dim. Ja, also ich mache ja eigentlich nur die Mission fertig. Ich gebe noch ab und fahre nach Hause. Ja, Bämmchen raus. Denn ich finde es so mühselig, da überall den ganzen kleinen Kladderadatsch einzusammeln. Na los, komm. Den wir eigentlich so gar nicht brauchen. So. Guck mal, du kannst die haben. Die kannst du haben. Die kannst du haben. Das kann raus. Guck mal, 50 Sand. Das nimmst du doch bestimmt. Das willst du nicht. Hier weiß ich, dass du alles nimmst hier. Ein Ei, ein Ei. Kaffee, da, zack. Weil ich will eigentlich nichts von dem ganzen Quatsch hier am Aufheben da. Wir haben alles. Naja, schrei mich nicht so an. Was haben wir denn hier noch? Alles so. Ja. Hier sind wir durch. Inselmission brauchen wir nicht. Und wieder weg. Hier ist vielleicht noch was Interessantes. Hier, guck, gleich wieder Müll für dich. Oder wollen wir hier mal gucken? Ja, das drückst du alles klein in der Hand. Wobei, das Geld, was wir hier einsammeln, letztlich nichts ist, wo ich sage, es hätte einen wirklichen Wert, weil, ja, komm, ein bisschen Creme nach der heißen Wüstensonne ist bestimmt ganz cool. Hier noch was, da. Nochmal Schockstabteile. Komm, die zerlegen wir, zack. Ist einfach nur so. Ich finde es schade, Loot liegen zu lassen. Na, geht in der Kasse, ne. Und dann lieber verkaufe ich dem Kameraden hier. Was haben wir denn noch gehabt? Da und da. Da. Ich fange jetzt auch nicht an, das Zeug erst noch zu reparieren und da. Wenn wir zu Hause sind, muss ich definitiv mal sicherstellen, dass wir auch wieder eine ordentliche Rüstung haben. Also jetzt sind wir ja gerade sicher, können wir ja mal gucken. Weil die Rüstung, da habe ich mich immer am wenigsten drum gekümmert. Wir haben hier Stahlstiefel, gotische Hose, naja, Militärbeinschienen, Alteisenhandschuhe. Mal gucken, vielleicht kriegen wir das irgendwie optimiert. Was haben wir denn für ein Rüstungslevel? 64, naja, geht so. Wobei die Rüstung mich ja jetzt bisher davor bewahrt hat, irgendwie größeren Schaden zu nehmen. Ihr seht ja, wenn ich dann wie so ein Kamikaze hier durch die Mission springe,
So, wir fahren weiter. Der lange Weg nach Hause. Also, wenn ihr seht, bin da. Hier oben waren wir, da waren wir, ich muss zurück. Die Mission unterwegs, die lasse ich alle eins außen vor. Wir haben noch hier auf Stufe 2 vergrabene Vorräte. Auf die Galoppi, naja. Ja, was haben wir denn jetzt noch? Wir haben jetzt Tag 41. Wir haben es Mittag. Ehe wir zurück sind, ist es bestimmt später Abend. Wenn ich zumindest das jetzt noch abwurschle, was wir da haben. Vielleicht gebe ich es irgendwann mal ab. Vielleicht mache ich irgendwann eine Rundreise und gebe dann die Dinge, die wir jetzt noch erledigt haben, ab. Ansonsten bleibt es offen. Ist jetzt auch nicht so tragisch. Wie gesagt, ums Geld geht es mir nicht. Wir haben, ich glaube auch nicht, dass wir die Stufe für Solar irgendwann mal ausgebaut kriegen. Dafür sind die Preise bisher zu heftig gewesen, beziehungsweise wir haben zu wenig gefunden. Ich glaube, wir haben zweimal in der ganzen Zeit irgendwo Solarpaneele gesehen. Und mit Solarpaneelen ist es ja nicht getan. Du brauchst ja noch die Solarmodule. Und die habe ich ja gleich noch gar nicht gesehen. Ja, irgendwie spawnt das relativ spät. Und demzufolge wird das wohl vielleicht mal im Stream. Vielleicht kram ich den Spielstand mal raus und dann können wir im Stream mal gucken. Aber ich denke mal, das macht nicht wirklich Sinn. Zumindest für ein Let's Play, wo man einfach nur Spaß haben will, macht das jetzt nicht den großen Wert. Weil es ist so viel Farmen und Sammeln und Tun und geht so viel Zeit ins Land. Und ich bin ja auch jemand, der auch gerne mal ein Let's Play schaut oder sowas. Und ich bin mir da ganz doll dessen bewusst, dass man so ewig und immer das fortwährend das Gleiche. Das macht im Spiel vielleicht Spaß, wenn man selber spielt oder im Stream auch. Aber so als fortlaufenden Handlungsstrang eher nicht. Da bin ich ehrlich. Darum habe ich ja vieles schon rausgeschnitten, wo ich lange ewig geklopft habe, wo ich lange ewige Wege gefahren bin. Weil es soll ja noch interessant bleiben. Man will ja unterhalten werden und nicht gelangweilt. Naja, die Karre hat schon arg gelitten. Wir fahren einfach mal durch. Auch ein interessantes. Ja, und dann weiß man gar nicht mal, was man erzählen soll auf der ganzen Reise. Alles, was wir in Büchern und Zeugs wichtig gebraucht haben, haben wir ja nun mittlerweile gefunden. Halbi, Matsch. Und wir haben ja gesehen, was das neue Update oder die neue Version so kann und tut. Viele interessante POIs dabei. Und dabei haben wir längst nicht alle gesehen. Ich habe leider irgendwie verpasst, mir die alle mal zu notieren. Dass man mal eine Liste machen kann, was gab es so an neuen, welche hätten wir sehen müssen. Aber naja. Vielleicht, wenn die Lust und Laune dann mal wieder da ist, dann können wir ja nochmal ein neues Let's Play starten und dann schauen wir, ob wir explizit neue POIs machen können. Da. Da sind wir. Hallo?
halber. Lang nicht mehr geschaufelt, oder? Ich liebe ja das Schaufeln. Das hat ja so eine gewisse Form von Entspannung. Auch wenn ich schon schlechte Erfahrungen mitgemacht habe. Na komm. Warum seid ihr so langsam? Leute, in der Zeit ist die Folge vorbei, ehe ihr es euch überlegt. Lächeln. Ja. Weiter geht's im Text. Mutti, ich buddle hier nur. Bin nur am Buddeln. Nichts Schlimmes. Hallo. Da kommt. Ups. Ey, du blutest meinen Schatz voll. Ah. Warte ich. Ein Spatenstich und die nächsten kommen. Was denn nun noch? Wo hast denn du dich hergetraut? Nix, okay. Zack. Oh. Was war denn da? Wo kam denn der noch her? Halber. Macht ihr Familientreffen oder wie? Komischerweise habe ich bei den Buddelmissionen immer so viele Leute, die mich hier feiern und besuchen. Ich finde es irgendwie immer ganz spaßig. Gut, das können wir abgeben, weil wir immer in der Nähe sind. Aber irgendwie, die Buddelmissionen haben es mir irgendwie angetan vom Besucheraufkommen. Was ist jetzt? Ausstieg als Flucht. Reparieren können wir es dann später. Wird uns nicht bleiben, den Ohren fliegen.
Die Kara hat schon so viel mitgemacht. Aber ich hatte ja schon mal erwähnt, dass ich mit dem Auto gar nicht so gerne fahre. Vom Platz her schon, weil man ziemlich viel Loot reinkriegt. Gerade auf solchen langen Missionen, wo du ewig unterwegs bist, kannst du viel verstauen. Aber man hat halt auch viel Spittel dabei. Weil ich brauche, damit da Ewigkeiten ich die Karre aussortiert kriege. Ist doch, das ist so ein Missbrauch, kein Mensch. Das heben wir auf. Das kann der Händler kriegen, das kann er kriegen. Vielleicht können wir das. Komm, die zerlege ich mal. Ja, gut. Los, rennen. Hier, mein Freund. Freund, der Maut und sagt eh clever da an. Die Socke. I'd shake your hand, but I'll bet you got dysentery the way you smell. Na ja, komm, lass uns das nehmen. Hier, pass auf. Zack, das willst du nicht, das kannst du haben. Ja. Wir können doch noch mal gucken, vielleicht hat er ja was. Oh, das sind alles so Bücher. Brauchen wir die? Ich brauch's nicht. Den Sturmgewehr brauchen wir auch nicht. Können wir mal gucken. Da steht nach wie vor nichts irgendwo, wo ich sage, das hätte was mit Solar zu tun. Aber noch irgendwas für ein Blödsinn. Aktenschrank, Azaleen. Ja. Bin ja schon weg. Wie man so miese Petrisch drauf sein kann. Da müsst ihr nur rauskommen, hier ein paar Zimbos klatschen. Dann wird es ihm bestimmt besser gehen. Was haben wir als nächstes? Wir haben Claude's Schatzkarte noch. Die war ja da, liegt auf dem Heimweg. Dann würde ich sagen, ja, das wird unser nächster Punkt. Wir nähern uns sozusagen dem Zuhause. Ja. Wollen wir nochmal in unsere alte Butze gucken? Ob das an dem Standort hier liegt? Sobald ich hier bin, kommt die alle hin. Oder hier ist irgendwo da, seht ihr? Die haben die ganze Karte Platz. Aber nee, hier wo ich mich niedergelassen habe, hier dümpeln die rum. Braucht kein Mensch. Ah, Hilfe. Ich habe mein Haus kaputt gemacht. Jetzt regnet es rein. Naja. Sehr, sehr. Oder warte mal, haben wir was zu essen? So, guckt mal. Das können wir doch mal mitnehmen. Das esse ich. Noch ein bisschen Obst hinterher. Wegen der Vitamine und so. Tschüss. Was? Wir wollen ja zu Claude. So, seht ihr, wieder so ein Schnitt. Um den langweiligen Weg. Aue! Um den langweiligen Weg rauszugehen. Seht ihr, im passenden Moment habe ich wieder zugeschalten. Unter diesem hohlen Baum muss es sein. Das ist ganz lange Fackeln. Zack. Bum, bum, bum. Ich liebe diese Musik irgendwie. Ruhst so schön. Nichts Aufgeregtes, nichts Hektisches. Ja. Badam.
Was haben wir denn an der Hortenfalle jetzt so zu tun? Ein bisschen was reparieren. Das Thema Strom wollte ich ja nochmal explizit angehen, zumindest, dass wir da ein bisschen Pritzelei mit reinkriegen und Beleuchtung vor allen Dingen. Aber ich denke, wir hatten ja Beleuchtung erworben. Game Stage mäßig würde ich sagen 127. Also wir könnten jetzt vielleicht auch mal einen Kaputtmacher und explodierfreundlichen Supercop da, oder was auch immer das darstellen soll. Also einen stinknormalen Demolisher dabei haben. Könnten. Es würde mich wundern, falls nicht. Der Wolf kommt, nimm einfach alles mit. Zumindest sollte, könnte, müsste ziemlich viel Grün dabei sein. So, Schatzkarte haben wir. Abgeschlossen. Stufe 2 säubern ist hier oben. Da sage ich einfach mal 5 Kilometer. Ich glaube, da werde ich nie wieder hinfahren. Brech mal ab. Wir haben, da guckt man, 884 Meter. Sozusagen zu Hause. Shenmue Factory. Da haben wir dann was, wo man vielleicht morgen, na gut, vor der Horde wird schwierig. Das wird verdammt schwierig. Und wir markieren das mal. Weil da bleibt die Zeit nicht. Weil ich weiß es nicht, wie viel sich an dem POI geändert hat. Jetzt nach dem Redesign in der A21. Aber ich denke mal, das wird zu groß werden. Weil man braucht für die Fünfer, wenn man es genau nimmt. Auch wenn man nicht wirklich viel lootet etc., brauchst du trotzdem teilweise einen kompletten Ingame-Tag. Also grob geschätzt mindestens anderthalb Folgen. Und ich mache ja schon immer extra lange Folgen. Die meisten machen ja nur so 30 Minuten, 35 Minuten. Hab immer noch nicht begriffen, warum. Falls mir das einer genau erklären kann, warum, weshalb, dann einfach mal sagen. Auch vielleicht jemand, der sonst nicht antwortet oder sonst nicht in die Kommentare schreibt. Schreibt mir das gern mal, weil hätte ich ganz gerne gewusst, so infohalber. Weil unter einer Dreiviertelstunde komme ich hier selten aus einer Folge raus. Und da habe ich schon extrem viel geschnitten. Ich hatte auch gesehen, dass es YouTuber gibt, die auch in den Missionen schneiden. Finde ich dann immer so, eben bist du noch hier schon und dann bist du da. Ja. So. Ja, ist doch ganz schön groß. Also ich würde sagen, lasst uns die nach der Horde machen in aller Seelenruhe. Da können wir die genießen. Wir haben ja auch noch ausreichend viele andere Fünfer-Missionen. Nee, nehm die nicht an. Die ich mir noch gerne angucken wollen würde. Definitives Krankenhaus. Da bin ich echt gespannt drauf, weil das kenne ich nur aus der oder aus den vorhergehenden Versionen. Und ich denke mal, das Krankenhaus hat extrem viel Potenzial gehabt, um ein paar Dinge zu ändern und an die neuen Gegebenheiten anzupassen. Können wir lernen noch was? 30 von 100. Wer soll denn das jemals alles lernen? Ja, dann haben wir das Gefängnis noch. Da bin ich ganz gespannt drauf. Ist ja ein Riesending. Und so wild gewordene Patienten, in Anführungsstrichen Patienten, sind ja Gefangene, aber naja. Ja, und die großen Tower sind ja auch noch da. Cracker Book. Ich habe dieses Gebäude ja bisher eigentlich immer geliebt und gefeiert. Mal gucken. Ich rede hier und rede und habe völlig vergessen, wo ich hin will. Na klar, wir wollen ja nach Hause.
Wir sind hier auf dem Heimweg. Ja. Hey, wir sind zu Hause. Es steht noch. Ja, na komm. Stehen einparken. Wir sind da, Freunde. So. Ich packe erstmal die Taschen aus, was wir haben. Wir können ja mal gucken. Scheint ja alles noch zu stehen. Oh. Ach ne, das habe ich noch gar nicht fertig gebaut gehabt. Seht ihr, wie lange wir nicht hier waren? Ich weiß noch gar nicht mal mehr, was wir zuletzt verbrochen haben oder was ich ja zuletzt verbrochen habe. Das Ding steht eigentlich auch immer nur noch aus sentimentalen Gründen, dort aus Faulheit. Also ich, wenn ich sage aus sentimentalen Gründen, das ist meistens aus Faulheit. So, hier ist alles noch schick. Naja, hier sind sie ein bisschen drin rumgerannt. Wie? Ah, oh, da hat es bestimmt noch einer verlaufen oder so. Angriff war keiner. Zumindest ist nichts Schlimmes passiert. Na komm. Ah ja, das ist jetzt nichts, was uns ärgert. So. Geerntet werden könnte auch. Türen alle noch da. Ja. Gut. Erledigt. Ah, sieht schon irgendwie cool aus. Ist schon mittlerweile so fast gemütlich. Ja, Wasser. Taschen voll, ich kann kein Wasser nehmen. Naja, sei es drum. Also ihr kennt grob den Plan. Wir haben es, naja, wir sind schneller da als gedacht. Ich packe die Taschen aus, sortiere mal alles, guck mal, was ich an Munition und Zeugs für die Falle zusammensuchen muss. Vielleicht fahre ich schon mal hinter und guck mal, was ich schon mal vorbereiten kann. Und dann, wenn nichts dazwischen kommt, schauen wir uns den ganzen Schmusen, das ganze Geraffel morgen mal an, was wir an der Falle noch bauen müssen. Und vielleicht können wir ja noch eine kleine Mini-Mission machen. Irgendwas Gemütliches vorher. Oder wir springen einfach mal in die POI rein, was wir bisher noch nicht gesehen haben. Also wir werden uns die Zeit schon irgendwo ein bisschen gemütlich machen. Also dann, bis morgen, bleibt mir gewogen. Haut ruhig mal in die Kommentare, wie ihr drüber denkt. In diesem Sinne, Tschüssikowski und bye bye.